Hallo ihr Lieben, ich bin Ella, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe ja vor kurzem meinen Kleiderschrank ausgemistet und habe den um 50% reduziert. Das Video dazu verlinke ich euch in der Infobox. Und zwar habe ich nur noch 120 Teile, also 114 waren es dann im Kleiderschrank, plus die paar Teile in der Wäsche, waren sind es jetzt 120 Teile, die in meinem Kleiderschrank noch drin sind. Und um herauszufinden, welche Kleidungsstücke ich davon dann noch tatsächlich trage, habe ich mir etwas überlegt und das will ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar habe ich die Kleiderbügel mit, also eigentlich verkehrt rum aufgehängt. Und wenn ich ein Kleidungsstück rausgenommen habe und es angezogen habe, wie hier, dann hänge ich den Kleiderbügel wieder so rum rein, beziehungsweise dann natürlich mit dem Kleidungsstück da drauf. Und wenn dann nach einer bestimmten Zeit der ein oder andere Kleiderbügel dann immer noch mit der Nase nach vorne im Kleiderschrank hängt, kann man sich mal überlegen, ob man dieses Kleidungsstück tatsächlich noch braucht. Ja, und das habe ich mir jetzt überlegt und mal gucken, wie gut das funktioniert. Man kann das natürlich auch machen, wenn man grundsätzlich erstmal anfängt, um herauszufinden, welche Kleidungsstücke man noch braucht. Auch habe ich meinen Schuhschrank aussortiert und das war eine ziemlich spannende Sache, denn als ich damit angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich so viele Schuhe habe, die ich gar nicht anziehe. Einige davon habe ich mir gekauft, weil sie unglaublich toll waren. Und ich habe sie in diesen 3 oder 4 Jahren vielleicht 2, 3 Mal angezogen und habe mich dann entschieden, einfach die Schuhe auszusortieren, die unbequem sind. Und dadurch, dass ich orthopädische Einlagen trage, kann ich auch nicht mehr jeden Schuh tragen. Also sind da dann auch noch mal einige weggekommen. Viele davon sind leider auch sehr neu und die versuche ich zu verkaufen. Und viele habe ich heute direkt zum Diakonischen Werk gebracht, die sich um Obdachlose kümmern oder um Frauenhäuser, die das halt dorthin verteilen. Und das finde ich auch eine ziemlich gute Sache. So, und jetzt zeige ich euch noch mal, was übergeblieben ist von meinem Schuhschrank. So, dieses Regal war voll und es sind jetzt nur noch diese paar Schuhe drin. Hier haben sich Kartons über Kartons gestapelt und ich habe jetzt nur noch die behalten, die ich wirklich trage. Diese Schuhe habe ich nicht, trage ich nicht oft, diese Schuhe trage ich nicht oft, aber sie sind halt die idealen Schuhe für Hochzeiten, wenn man einfach mal ein schickes Kleid anziehen möchte. Diese Schuhe haben einen richtig hohen Absatz. Sie sehen unbequem aus, aber tatsächlich kann ich da eine ganze Nacht durchtanzen. Diese Schuhe sind meine Kletterschuhe für draußen. Die brauche ich. Dann habe ich hier noch ein paar Sandalen, noch ein paar Hausschuhe, Stiefel, lange Stiefel, meine Winterschuhe. Hier unten sind meine Bergstiefel und hier ganz unten, jetzt steht da mein Kletterrucksack vor, sind meine Schuhe für den tiefsten Winter mit richtig tief Hochschnee, was wir ja dieses Jahr hatten. Und außerdem hatte ich bei diesen 30 Tagen Ausmisten Challenge, das Video dazu kann ich auch gerne verlinken, ebenfalls ganz viel aussortiert. Im Endeffekt waren es 465 Teile in 30 Tagen. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und gerade jetzt, wo man so viel zu Hause ist, merke ich doch, wie viele Dinge ich eigentlich gar nicht brauche. Natürlich habe ich auch an meinem Schmuck, aussortiert. Und ich habe hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, eine Aufhängung für Ketten. Und ihr seht, sie ist leer. Aber da ich das natürlich an der Wand habe und noch gebrauchen kann, mache ich Folgendes. Damit meine Sportsachen irgendwie aufgehoben sind, die ich dann nächsten Tag wieder brauche, hänge ich meine Sachen,
die ich sonst auf den Boden legen würde, weil ich keinen Stubendiener oder Stuhl im Schlafzimmer habe, hänge ich einfach meine Sachen da dran. Und so liegen sie nicht im Rum und ich kann sie morgen wieder anziehen. Also, wenn ich jetzt mal so Revue passiere, habe ich 8 Paar Schuhe aussortiert von hier oben und nochmal 2 Paar Schuhe, die unten standen. Die habe ich aussortiert. Das waren unter anderem meine Lieblingsschuhe dabei, aber wie gesagt, durch die orthopädischen Einlagen kann ich die nicht mehr tragen. Also habe ich mich von meinen Lieblingsschuhen getrennt. Die habe ich etwa auch 1,5 Jahre im Schrank jetzt stehen gehabt und nicht angezogen. Ja, jetzt wird sich dann jemand anders darüber freuen. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser ganz kurze Einblick gut gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, weil ihr neu hier seid, dann könnt ihr das jetzt gerne tun und vergesst das kleine Glöckchen nicht, weil dann werdet ihr informiert, wenn es wieder was Neues von mir gibt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bye! Hallo ihr Lieben, ich bin... Ach, da ist die Kamera. Das Video dazu kann ich euch